Kohle. Was tust? Ich lote. Nun, das war kacke. Ab. Zum Glück können wir die Flügel auch damit ab. Wehren. Was soll das denn? Es geht schon. Was tust du? Was soll das denn? Eine Möglichkeit muss es doch geben. Hey. Und der Kohle? Okay. Handtuch. Ich lote nun. Komm, das Handtuch danke, an uns nehmen. Aber meine Hände. Es bleiben nicht viele Optionen. Nee, so bekomme ich das nie auf. Tja. Au, scheiße. Nee. Okay. Ist das echt? Okay, Schweißperlen, Oberkörper. Leider noch. Rück doch! Hey! Igitt! Ja. Sehr appetitlich. Und jetzt? Nee, was hält sich denn hier so? Und was war das hier? Ein Test, du hast bestanden. Aha. Und dann haben wir die nicht, da haben wir die Dings nicht mehr in der Hand. Danke, aber meine Hände sind trocken. Hände sind trocken. Okay. Vielleicht können wir uns unsere Hände abtrocknen dann. Und jetzt Handtuch. Und was war das? Ein Test, du hast. Mir fällt bei nichts mehr ein. Wir können jetzt noch Stunden hier rumhängen. Ist ja offensichtlich. Das Armband. Ich habe mein entdecktes Armband. Hey, findest du das lustig? Vielleicht bringt das ja was. Weiß auch nicht was, aber. Hey! Und der Killer jetzt da oben das Gitter. Das Handtuch müssen wir irgendwo für noch gebrauchen können. Okay, vielleicht so. Okay, ein bisschen weiter sind wir schon. Wie sollen wir jetzt das? Bah.
schlechte Idee. Das kann nichts. Handtuch. Danke, aber meine Hände. Kohle. Danke, aber meine Hände sind trocken. Hey. Das ist mir ein Mysterium. Was können wir jetzt alles anfassen? Bin ich doch nur. Das kann nichts. Rück doch. Ja, schön und gut, aber. Was sind wohl die Jobvoraussetzungen, um Ältester zu werden? Was für eine Weichbirne. Igitt. Da verdampft das wieder. Okay, wir haben das Ding an Gitter. Nee. Aber was, warum, wie, was... Mit den Schweißperlen hier. Dass jetzt noch so ein Rätsel kommt, hätte ich nicht gedacht. Wenn ich jetzt nochmal Schweißperlen nehmen könnte. Was für eine. Okay, wir können nur die Wasserkelle nehmen. Und was war? Nein, du hast Okay. Tja. Also. Okay. Jetzt aha. Aber doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Das war die Lösung. Dann raus mit uns. Ach, Schreck. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffenstand. Da kommen wir. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los. Wissen wir schon. Okay. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Ronny. Natürlich Ronny, wer sonst? Ach du Scheiße, das nächste Rätsel. An die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Sie sind schon im Koi-Aquarium. Ach du Schreck. Du schaffst das. Den Code rausnehmen. 1, 2, 3, 4 war es nicht. Sie sind schon im Koi-Aquarium. Nicht auf die Champagner-Dusche! Gut machst du das. Nein. Wir haben keine Zeit. Die schönen Marmorfrisk. Gut machst du das. Oh, Schreck. Das Blattgoldwald brennt. Zeit. 1, 2, 3. Ich hab die Champagner duschen. Du schaffst das. Ja, aber wie? Irgendwelche Hinweise hier. Ich hab die Champagner duschen.
gut machst du das. Ja, bin ich. Du schaffst das. Wie soll ich denn den Code hierfür wissen? Wir glauben an dich. Na endlich. Ach so. Wir haben keine Zeit. Da, ich hab die Codes. Zu spät. Oh, Frechheit. Die Mauern hoch. Schnell. Lies vor. Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht. Ja, Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ah, ah, Sie haben mein Bein! Die Rückseite. Beeilung! Hä? Moment. Da! Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell! Es ist keine Zeit mehr. Oh, Schreck. Poster das Ganze nochmal von vorn. Scheibenkleister, das gibt's doch nicht. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ein Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt, die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Den aha, dann machen sie da. Aber prompt. Okidoki. Poster noch einmal von vorn. Ach du Schreck, nee. Ich mache jetzt nicht nochmal alles von vorn. Spielen wir das Ganze nochmal von vorn. Muss er noch einmal von vorn. Die Taste wieder, das ist die Ulysses-Helm und das Ganze. Wir waren schon so weit, dass wir fast. Wir hatten es schon fast geschafft. Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Das ist ganz normal. Es ist doch. Frustrierend. Ich nehme das Klopapier mit. Und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Okay, raus mit uns. Okay, hier waren wir ja schon drin. Oh, die Zeit läuft ab. Wir müssen uns gleich beeilen. Das war hier mal. Ja, wir müssen mit dem Helm reden, das kennen wir doch schon. Terminal. Helm! Interface erkannt. System verbunden. Na komm. Herr Oberkontrollrat, es wird binden ihr... Aha! Goal? Ja? Wer... Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich sonst die Selbstzerstörung... Das alte Spiel. Bitte was? Okay, ich kann... Das bringt doch alles nichts. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann, pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp, das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. So. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Hahaha, ich bin ein Genie. Du hast okay. Grandiose 30 Sekunden Zeit, hat's geklappt? Um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun... Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Sicher? Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich oh Gott. Jetzt mal klappt's und er kriegt den Abbruch nicht hin. Oh nein. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Alpha, Beta. Ach du Schreck.
Itis? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand. Haben wir abgebrochen, oder? Okay. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Na, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Creme de la Creme. Der ist es. Genau, wie der da. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow. Das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Dort steht mein Chronokar. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Alarm. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Okay. Und jetzt? Goal, McConnacher. Bravo. Das war vielleicht unsere letzte Chance, nach Deponia zu kommen. Ich dachte, du willst dich nicht in den Lauf der Dinge einmischen. Die Dinge laufen momentan ja auch nicht. Für dich vielleicht nicht. Dies ist der erste und vermutlich auch letzte Tag deines Lebens. Soll ich mich etwa darüber freuen? Ja, aber halt nicht so lange. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Uhr tickt. Okay, und was machen wir nun? Die Echsenhaut einsammeln. Ach du Schreck. Dinger. Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Phiolox. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Phiolox getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Ach du Schreck, Phiolox. Brave Phiolox, gute Phiolox, überhaupt nicht hungrige Phioloxchen. Was machen wir nun? Im Inventar irgendwas? Da hinein. Brave Phiolox, gute Phiolox, überhaupt nicht hungrige Phiolöckchen. Okay, das Inventar können wir nicht öffnen. Was können wir überhaupt? Phiolox. Gute überhaupt. Knopf. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Phiolox überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Phiolox zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallsphären. Oder Wall. Denk nicht einmal dran. Okay. Springen. Und jetzt festhalten. Nein, stopp. Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja. Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt. Rufus? Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du
wirst mich hassen. Oder Fuelocks werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuelocks, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuwak schaffen? Wir wollen erst nach Kuwak? Und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Das ist schon mal die Höhe. Okay. Hand. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fuelock verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Okay. Check. Ich wollte die Welt retten. Check. Na gut, sie war... Roger Frisch hat nie mehr fangen. Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also, wo geht es nach Kuwak? Keine Ahnung. Ich wüsste gerne mal, wo wir hier sind. Scheinbar auf Deponia wieder zurück. Wir sind auf Deponia zurückgefallen. Ach, und ich bin im Grab gelandet. Das ist das, wo ich rausgekommen bin. Und wir sind hier. Oh, Schreck. Auf einem ziemlich. Ziemlich rostigen, gammligen Jahrmarkt. Der war ein Prophet. Okay, schauen wir uns nochmal das Grab an. Model. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hintern-Model-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Ist uns eigenes Grab, oder was? Das Rufus-Grab. Wir sind ja hier, Rufus gerade. Sie kann sich gar nicht satt sehen. Kein Wunder bei dem unappetitlichen Panorama. Alles kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Tja, zurück auf Deponia. Tja, war gut bei Deponia wohl doch nicht. Der Abschied von Deponia. Hieß so, aber naja. Da sind wir wieder zurück. Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4/3 Gebot. 4/3? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Du bist genau an den Richtigen. Ja. Es sollte nur 3 werden, aber jetzt fehlt noch der Abschluss im 4. Ja. Okay, dann reden wir mal mit dem Propheten. Mich interessiert dann auch, wer spielt und wer ist denn da hinten auf dem... Irgendjemand hat da viel Spaß beim Achterbahnfahren. Dann fangen wir mal oben an und arbeiten uns durch. Wie wär's mit... Du sollst nicht langweilen, deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die
Traust du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Und das Blaue? Tja. Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren, schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Ha! Guter Versuch. Aha. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh. Das gefällt mir. Es ist prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Okay. Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mu, Fufu und Kikeriki für Obdach Moses! Obdach Moses. Wie weit sollst du Dinge in Stein meißeln? Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Ha, wie ich's mir gedacht hab. Vielleicht hättest du's nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Ich finde, er sollte ein weiteres machen. Schaut mal, Kinder, sehr schön. Das ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Okay, wir müssen für ihn eine wahre Voraussetzung finden, ein wahre, wie hat das gesagt, ein wahre, egal, Schrottritter. So ein armer Haufen. Wird Zeit, dass ein bisschen Rufus ins Spiel kommt. So ein lahmer Haufen. Wird Zeit. So ein. Okay, genau mit dem Schrottritter. Ihr da. Wisst ihr, wo es nach Kuwak geht? Was für ein Ding? Kuwak. Ein Dorf südlich von Busa Westbock. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer. Ihr seid hier falsch. Bis Busa Westwok sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor Mac Chronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich! Mein Wecker. Es gibt noch Hoffnung. Okay. Faszinierend. Jemanden, der euch ein Boot leiht. Sorry für die Unterbrechung. Auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem was? Der Jahrmarkt. Ich glaube, ich habe Mac Chronicle gerade gefunden. Okay, ab auf den Jahrmarkt. Let's go.